Herzlich willkommen, ihr schaut Franks Heli Info. Heute habe ich für euch einen Raptor E820 von der Firma Thunder Tiger. Und zwar habe ich an diesem Helikopter einige Umbaumaßnahmen vorgenommen und die möchte ich euch in diesem Video mal zeigen. Viel Spaß, bis gleich. Hier steht ja der Raptor E820 nackt, sozusagen ohne Haube, die habe ich umgelegt auf dem Regal. Und zwar folgende Themen, folgende Umbaumaßnahmen. Hauptsächlich geht es um die LiPo-Aufnahme und die Platzierung vom Regler und von dem BET. Dann habe ich die Motoraufnahme, den Motorträger musste ich dann noch verändern, damit der Align Dominator Motor hier, der 850er mit der 8mm Welle, damit er da überhaupt seine Arbeit verrichten kann, damit das passt alles. Und dann habe ich die Heckfinne noch verlängern müssen und daraus resultierend musste ich natürlich auch das Heck dezent anheben, damit das alles so funktioniert. Und als Service für euch habe ich noch diese Themen hier unten aufgelistet unter diesem Video mit einer Zeitleiste, die könnt ihr dann anklicken, die ist so blau unterlegt und dann geht dann fängt das Video genau an dem Thema an, was ihr euch dann wünscht, wenn ihr euch das nochmal angucken wollt. Okay, dann fangen wir an mit der LiPo-Aufnahme, was sich der Thunder Tiger gedacht hat und warum mir das nicht so gefällt. Die LiPo-Aufnahme und die Platzierung vom Regler und von dem in diesem Fall notwendigen BEC hier oben. Thunder Tiger hat das gemäß Bauplan wie folgt vorgesehen, also nicht so wie hier, sondern wie folgt. Hier ist der Bauplan. Die beiden LiPos, 7 oder 6S, je nach Setup, kommen übereinander, werden dann von hinten da reingeschoben, zeige ich euch gleich. Und der Regler soll hier an die Seite rangebappt werden. Also, die beiden LiPos übereinander, Kabel zeigen nach hinten. Und die sollen hier von hier hinten da dann so reingeschoben werden. Und der Regler soll rechts oder links hier an die Seite. Kabel auch nach hinten, logisch. Und die Motorkabel müssen dann hier auch von außen wieder an den Motor. Und falls man denn ein externes BEC benötigt, in dem Fall brauche ich auch eins, das muss auch noch irgendwo hin. Ja, weiß ich nicht. Habe ich mir auch gar nicht so große Gedanken darüber gemacht, weil das gefällt mir überhaupt nicht. Und zwar aus mehreren Gründen. Erstens, weil optisch gefällt mir das nicht. Und die beiden LiPos hier übereinander. Ich habe in all meinen 700ern oder 750ern die beiden 6S-LiPos hier zusammen zu einem 12S-Pack zusammengeschweißt, zusammengeschrumpft. Mit diesen transparenten, kennt ihr ja vielleicht, großen Schrumpfschlauch. So. Alle Helis, die ich habe, haben dieses System. Hier haben wir Goblin. Auch Goblin. Dann T-Rex natürlich. Und den Assault. Der ist auch so. Dann den Synergy 606. Der hat das so. Mein HD 750. Steht da oben. Der hat das so. Der Core 700 hat das so. Und selbst der Thunder Tiger E 700 V3, dieser gelb-weiße mit der schönen Vollverkleidung, der hat das auch so. Und die habe ich alles schon so vorbereitet, seht ihr ja hier. Also muss der LiPo irgendwie von vorne da rein. Und der Regler muss auch woanders hin. Und hier habe ich die Lösung für mich selbst gefunden. Ich zeige euch das mal wieder hier. Ich habe das ein bisschen bebildert. Wo sind sie? Ja. Hier haben wir die eine Aufnahme für den LiPo-Halter, der vordere und hier ist der hintere nochmal. Dann musste ich, um da vorne überhaupt den LiPo reinzubekommen, hier habe ich euch das nochmal hingehalten, hier nochmal vorab
die Halterung für den Regler, damit er ein bisschen höher ist und gut Luft bekommt. Und hier unten stört das natürlich alles, weil ja vorgesehen ist, das Pack von hinten da in den Helikopter reinzuschieben, zu platzieren. So, das muss also weg. Das habe ich getan. Ich habe die beiden Teile hier, die habe ich schon im Müll gehabt, die habe ich für euch nochmal rausgesucht, um euch das auch zeigen zu können. Den unteren hier, den habe ich abgesäbelt. So, getrennt. Der hier oben ist noch dran, seht ihr gleich. Hier, der. Okay. Und das Ganze, den ganzen Träger ein Stück hochgesetzt. Der war erst hier unten drin. Ich gehe nochmal zurück. Hier, original. Und hier seht ihr schon das Loch, was ich gebohrt habe. Das eine musste ich neu bohren. Und den habe ich da schon mal ein bisschen höher gesetzt. Hier. Mit diesem Kasten da drunter. Aber dann, die Liposchiene ist hier drin. Und das hat gerade so gepasst. Gerade so. Das gefiel mir aber auch nicht. Gerade so ist nicht gut genug für mich. Also, was tun? Das muss auch noch weg. Hier habe ich mal drunter gehalten. Und den habe ich auf dem nächsten Bild immer ganz gut hier genau auch nochmal weggenommen. So, jetzt war ich zufrieden. Jetzt habe ich tatsächlich genug Platz, wie ihr hier sehen könnt, um den Lipo vorne zu platzieren. Vorne reinschieben hier in den Helikopter. Zack. Was musste ich noch machen? Hier ist die Trägerplatte, die ist natürlich viel zu lang. Zwei Stück habe ich davon mit dem System und eine Ersatz aus Carbon hier vorne. Und die musste natürlich auch nochmal gekürzt werden. Habe ich gemacht, zack, abgeschnitten, fertig, reicht. So, bevor ich das Bild erkläre, zeige ich euch nochmal, wie easy der Lipo da jetzt tatsächlich reingeht. So. Hier haben wir ihn, von vorne reingeschoben, hinten draufgelegt und wird klack, ist er drin. Easy. Man kommt sehr gut ran. Es ist alles meiner Meinung nach sehr einfach und schnell. Was heißt, ja, schnell nicht, aber es ist ohne großes Gefummel, kriegt man den Lipo da rein und auch wieder raus. Hier. Den kriegt man sehr gut raus. Den habe ich nämlich schon bearbeitet. Und ich habe hier mal einen, der ist noch nicht vorbereitet. Ich habe hier mal was nicht vorbereitet. Und dann komme ich gleich zu dem Bild, also nochmal, wird hier raufgelegt, klack, drinnen ist er. Wenn ich den jetzt aber hier rausziehen möchte, dann bleibt er hinten hängen. Hier. Und der andere, den ich bearbeitet habe, den nicht. Den kann ich hier so einfach rausziehen. Da. Warum ist das so? Ich war in der Garage und hier ist nochmal das Bild. Kommen wir wieder zu dem Bild. Das ist das Original und hier bleibt er mal hängen. An dem Quersteg hier. Und hier habe ich den bearbeitet und habe einen schönen Rund gemacht, dass der da mal rüber gleiten kann. Hier nochmal. Hier ist nochmal ein Einzelnen und eine Nahaufnahme habe ich noch gemacht. Hier. Hier bleibt er hängen und hier wupp, flutscht er dann so wunderbar rüber. Funktioniert tatsächlich hervorragend. Wo ist der Gute? Das ist der Gute. Den anderen muss ich natürlich noch nachschleifen. Habe ich für euch so gelassen, damit ihr das auch sehen könnt, wo ist denn da der Unterschied. Zum Regler. Der sitzt hier oben. So wie ich das kenne, so wie ich das gehört. Und ich kann ihn super wunderbar anschließen. Und er bekommt auch tatsächlich genug Luft. Hier nochmal ein Bild. Im Nahbereich nochmal für euch. Hier habe ich den höher gesetzt sozusagen. Hier kann man es nochmal sehr gut sehen. Und das SBC habe ich hier oben drauf gesetzt auf den Kühlkörper. Jetzt sagt der ein oder andere von euch, vielleicht, ja, ist denn der Typ wahnsinnig? Wie kann er denn hier auf den Kühlkörper noch so ein SBC draufsetzen? Das wird ja alles viel zu heiß. Nein, wird es nicht. Die Bedenken hatte ich am Anfang auch erst. Ich sage, na, aber mach mal einen Testflug. Immer erst testen, bevor man rummeckert. Habe ich für mich selbst auch gemacht, ganz klar. Mehrere Flüge und er wird nicht zu heiß. Ich habe maximal gemessen, ich habe den Zettel jetzt nicht hier, das sage ich euch am Schluss des Videos nochmal. Ich glaube, der Regler hatte so um die 40 Grad und das war's. Okay, wenn man denn möchte, kann man dann noch ein bisschen was in die Haube, noch einen kleinen Lüftungsschlitz
reinfräsen, das würde dann auch gehen. Zeige ich euch am Ende des Videos nochmal. Okay, das zur Lipoaufnahme. Maßnahme Nummer 2, die ich euch zeigen möchte, ist die Modifikation vom Motorträger. Ich wollte mich da eigentlich kurz fassen bei diesem Thema, aber es hat sich so ergeben, dass ich mich da gar nicht kurz fassen kann. Es ist ein unerwartetes Problem aufgetreten, und zwar mit dem Motor hier, mit dem 850er getunten Alleinmotor mit der 8mm Welle, der ist umgebaut auf 8mm aus einem Scorpion Motor. Der hat ja bekanntlich eine 6mm Welle im Originalzustand. Vorab möchte ich aber unbedingt erwähnen, es gibt zwei Lösungsmöglichkeiten für dieses Problem. Die Lösung 1 demonstriere ich euch hier anhand der beiden Motoren und ein paar Bilderchen, die ich gemacht habe. Und dann seid gespannt auf Lösung Nummer 2, die ist richtig geil. Da fängt es dann an, richtig spaßig zu werden. Hier liegen sie, die beiden Demonstrationsmotoren für euch. Für den Einstieg schauen wir mal in den Bauplan vom Raptor 820. Den kann man hier auf der Seite von Thunder Tiger downloaden. Hier ist er. Habe ich natürlich schon gemacht. Und sehr gut zu sehen hier, wie das Ritzel auf die Welle kommt. Damit die Schrägverzahnung hier auch sauber und vollständig ineinander greifen kann, muss das Motorritzel hier fast bis zum Anschlag auf die Welle geschoben werden, also bis hier ganz ran. Und jetzt taucht das Problem auf, denn die 8mm Welle von diesem Alleinmotor, die verdickt sich am Motorausgang hier vorne auf 10mm. Und das Ritzel kann nicht weit genug raufgeschoben werden. Die Lösung ist wie folgt: den Motor anheben. Ganz einfach. Hier seht ihr den originalen Motorträger vom Raptor 820 und hier mein Distanzstück von einem T-Rex 700 bereits angezeichnet, denn der muss ja hier rauf, zwischen Motor und dem Träger. Abgefräst den ganzen Kram, sieht jetzt ein bisschen aus wie ein Ninja-Stern, aber passt jetzt hervorragend hier in den Ausschnitt vom Original-Motorträger. Das sieht dann so aus, hier diesen Abstand, das ist genau der Abstand, den ich brauche, damit die beiden Schrägverzahnungen super sauber ineinander greifen können. Hier habe ich noch Gleitlager, das sind alte Gleitlager, als Distanzverlängerung genommen, weil das Gegenlager war noch nicht richtig verklebt hier und das hatte immer den Drang, nach oben rauszuwandern. Das wird sich aber gleich alles ergeben, werdet ihr gleich sehen, warum ich das hier nicht mehr brauche. Hier nochmal sehr gut zu erkennen, dass es nicht weit genug raufgeschoben werden kann durch diese 10mm Verdickung. Und im eingebauten Zustand sieht das dann so aus, hier oben die Befestigung, die Mahnschraube. Und die ist, da kommt man gerade so ran, die ist gleich direkt unter dem Motorträger. Und jetzt habe ich für euch die Lösung Nummer 2. Ich habe das Video also angefangen hier, die Sequenz mit dem Motorträger, habe das alles aufgebaut, guckt mir das dann so an und ich hatte den Eindruck, irgendwas stimmt hier nicht. Also ich hatte das Gefühl, ich wusste, es ist irgendwas ist hier falsch. Irgendwas ist falsch. Vielleicht kennt der ein oder andere von euch das. Ihr guckt einen Gegenstand an, oder nehmen wir mal den Heli hier, und ihr guckt den Heli an und wisst genau, irgendwas stimmt da nicht. Aber was? Was zum Geier stimmt da nicht? Wer das schon mal hatte, wer dieses Gefühl kennt, der kann mich jetzt gut verstehen, denn ich bin fast wahnsinnig geworden, weil ich bin nicht drauf gekommen. Ich wusste, es stimmt was nicht, aber ich kam nicht drauf. So, ich erinnere nochmal an die Bauanleitung vom Raptor E820. Hier ist sie, da ist der Motor, hier ist das Motorritzel und das kommt so auf die Welle. Okay, wunderbar. Der Vorbesitzer, da war ja Motor drin in diesem Helikopter, der hat mich ja gebraucht, gekauft,
Da war der Pyromotor drin und der Vorbesitzer hat das Ritzel hier völlig korrekt laut Bauanleitung so auf den Motor gesetzt. Super. Da macht man sich auch keine Gedanken drum. Eigentlich. So. Und da saß ich hier nun und es verstrich viel, viel Zeit. Viele Monde sind vorbeigezogen und ich kam einfach nicht drauf, was es ist. Bis ich eines Tages, habe ich den Motor genommen, so, ich verkürze das jetzt ein bisschen. Und dann habe ich das Ritzel mal abgenommen und habe es umgedreht. Dann habe ich es umgedreht und siehe da, viele, viele Probleme, die ich vorher gelöst habe, haben sich in Luft aufgelöst. Piff, paff, weg waren sie. Ich habe ja, und dann fiel mir so einiges wieder ein. Ich habe ja vorher schon drei 700er Raptoren gebaut. Die hier. So. Und dann habe ich mir einfach mal gedacht, guck doch einfach mal in die Bauanleitung von dem Raptor 700 rein. Hier ist nochmal von dem 820er. So, das Ritzel. Zur Erinnerung nochmal. Raptor E700. Und oh, siehe da, hier ist es nämlich andersrum eingezeichnet, dass die Mahnschrauben hier auf die Unterseite kommen. Also nicht Richtung Motor, sondern umgedreht so darauf. Das macht ja auch viel mehr Sinn, denn Achtung, hier habe ich es mal umgedreht. So, jetzt ist es unten und zur Erinnerung nochmal, das hier kann ich mir alles jetzt sparen, denn das wird übernommen. Und ich denke auch mal, so soll es sein. So gehört das. Eingebaut sieht das dann so aus. Man kommt an die Mahnschrauben hervorragend dran. Ohne der, die Platte ist jetzt übrigens weg. Ne? Also der Motor ist so auf dem Motorträger, wie sich das gehört. Und hier kann man auch sehen, die 8mm Welle, wie sie sich verdickt hier auf die 10mm. Und es passt perfekt. So soll es dann letztendlich also sein mit der Lösung Nummer 2. Und ich war so froh, dass ich das hier einfach umgedreht habe und mich daran erinnert habe, wie das jetzt hier tatsächlich aussehen könnte, sollte. Das heißt für mich, die Bauanleitung von dem 820 ist einfach, dieses eine Bildchen ist einfach meiner Meinung nach fehlerhaft. Wenn man sich daran hält, ja, dann kommt man einfach nicht drauf. Okay, zwei Lösungswege, eine komplizierte und eine very, very easy. Die Heckfinne hier, die habe ich noch verlängern müssen. Und zwar besteht sonst die Gefahr, dass die montierten 125er Heckblätter auf dem Asphalt kratzen oder ständig in den Rasen ballern. Warum so große 125er Heckblätter? Weil ich nicht so gerne mit hohen Drehzahlen fliege und ich natürlich auch möchte, dass bei meinen gewünschten Drehzahlen das Heck auch bei den Kunstfiguren stabil bleibt. Tut es auch. Und beim 800er Helikopter ist es eh nicht notwendig, so hohe Drehzahlen zu fliegen und ist auch irgendwie uncool, weil bei niedrigeren Drehzahlen ballert der richtig durch die Luft. Das hört sich richtig geil an hier. Das richtig, hört sich cool an. Musste ich dann noch machen. Daraus folgt natürlich, dass ich das Heck noch leicht dezent anhebe und das habe ich alles mit einfachen, kostengünstigen Maßnahmen gemacht, zeige ich euch gleich. Wer hat, kann natürlich auch eine CNC-Fräse nehmen, hier nimmt einen Carbon-Rohling oder etwas Vergleichbares, gibt das im Computer ein, macht das ein bisschen länger, lässt es ausschneiden, zack, hat eine neue, lange Heckfinne. Aber ich habe keine CNC-Fräse. Wie habe ich das gemacht? Ganz kurz. Hier für euch, hier die originale Heckfinne mit einem geeigneten Draht, den habe ich da drum herum modelliert, wie ihr sehen könnt, abgeknipst und dann so weit runtergeschoben, wie ich es halt eben brauche vom Abstand, damit der Draht eine bessere Führung hat. Das ist ein bisschen tricky hier mit der Dreiecksfeile eine kleine Nut rein gefeilt. Hier sieht man es, glaube ich, ganz gut. Und dann mit Epoxidharz
verklebt und schon haben wir die Heckfinne verlängert. Ganz easy. Das Heck angehoben mit alten verschlissenen Lagern, ja, dann können die auch noch was tun, die alten Lager, hier drunter gelegt und eine etwas längere Schraube rein. Hier sieht man es ganz gut, ganz dezent angehoben. Die Wirkung hinten am Heck ist natürlich dementsprechend. Hier habe ich den Heli nochmal runtergedrückt, hinten. Dann seht ihr, falls er mal ein bisschen blöd aufkommt, dass ihr noch genug Platz habt, dass ich noch genug Platz habe. Wenn er normal steht, ist das Rotorblatt, das Heckrotorblatt knapp 9 cm über der Erde und die Finne knapp 7 cm über der Erde. Reicht völlig aus. Zum Abschluss für euch ein paar technische Daten. Da sind sie mal aufgelistet. Interessant für euch vielleicht die Kopfdrehzahl, mit denen ich diesen 800er Helikopter fliege. Meine favorisierte Kopfdrehzahl sind 1500 Umdrehungen am Kopf, gemessen natürlich, echte, bei einer Regelöffnung von 78%. Und die tatsächlich gemessenen Temperaturen bei 26 Grad Außentemperatur. Der Regler hatte im Schnitt 38 bis 43 Grad maximal und der Motor zwischen 48 und knapp 60 Grad Maximum. Dann habe ich noch für euch einen Vorschlag, wenn es denn zu heiß werden sollte, hier an meinem Forsa, an dem 700er Forsa, habe ich hier unten einen Belüftungsschlitz reingefräst, eine Belüftungsöffnung ist es ja eher. Hier nochmal vom Nahen, denn der Kastelregler, der wurde tatsächlich ein bisschen zu warm in diesem Helikopter. Der Logo 700 hat das ja ab Werk sowieso und hier habe ich das nochmal ein bisschen aufgepimpt, mit einem Gitter dahinter geklebt, sieht ein bisschen edler aus, finde ich zumindest. Dann habe ich noch die letzte Information für euch und zwar, der Schwerpunkt ist natürlich völlig problemlos einstellbar mit meinem System hier, völlig problemlos mit jedem LiPo sollte es funktionieren mit 4500er bis 6000 mA 2.6S kann man das wunderbar verschieben, dass man den Schwerpunkt immer hinbekommt und die Haube, ups, da ist sie. Die geht natürlich auch ganz locker drauf. Hier. Alles auch völlig problemlos. So, da ist sie drauf. Ja, das war's von mir. Von dem Raptor E820. Ein schöner, cooler Helikopter. Wirklich toll. Gefällt mir gut. Ich wünsche euch viel Spaß beim Helikopterfliegen. Dann bis zum nächsten Mal. Ciao, euer Frank.